Ja. Was war das denn heute wieder für eine Folge? Es ist unglaublich, was da tatsächlich passiert. Denn ja, ich glaube, seit langem wurde durch keine Show mehr so viel Gesprächsstoff ausgelöst wie das Dschungelcamp. Als allererstes möchte ich zu dem Thema Wendler kommen. Ja, der ist raus. Als allererstes, was er natürlich getan hat nach dem Auszug im Dschungelcamp, ist sich erstmal eine Portion Shampoos reinzuknallen, sich ein Steak zwischen die Kiemen zu werfen und keine Ahnung, Burger und whatever, was noch. Und dann allen Ernstes mit dem Argument kommen, er würde jetzt reingehen. Ey Digga, Alter, brennst du? Ey, der tickt nicht mehr ganz sauer, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich meine, wie kannst du denn allen Ernstes diese Dreistigkeit besitzen, dir den Bauch voll zu schlagen, ja? Keine Ahnung, danach wohl wahrscheinlich gepflegt nochmal furzen zu gehen. Und dann zu behaupten, du willst in das Camp wieder zurückziehen. Alter, bist du noch ganz dicht in der Birne? Zweite Sache, zu der ich kommen möchte, ist natürlich, ja, Punkt Nummer 1, Larissa. Die heutige Dschungelprüfung musste sie mit Melanie beschreiten. Und als allererstes, Melanie, solltest du das eines Mal, Tages mal sehen, hören oder sonst was. Ich habe den größten, und zwar den allergrößten Respekt vor dir, ja. Ich ziehe hier mein kleines Mützchen vor dir und, ja, solche Kohornis habe ich lange nicht mehr bei einer Frau sowohl als bei einem Mann auch nicht gesehen. Also das, was die kleine Maus da wegstecken kann, Heidewitzka, ich glaube, da kann jeder von uns sagen, Hut ab, auf jeden Fall. Und im Gegenzug, das, was Larissa da geleistet hat, war ja wirklich, ja, mehr als lächerlich. Und ich glaube, an ihrer Stelle wäre ich auch, glaube ich, ziemlich durchgedreht, wenn man gerade gesehen hat, dass es tatsächlich nur Menschen gibt, die einfach einen so großen Ehrgeiz besitzen und sich der Aufgabe dann stellen, ja, zum Wohle des Teams. Und ich finde, das ist definitiv eine Eigenschaft, die sehr, sehr, sehr viel Mut abbelangt und sehr viel Respekt verdient. Und ja, auf jeden Fall beide Daumen hoch für Melanie. Melanie hat für mich das absolut größte Potenzial, um Dschungelkönigin zu werden. Ja, wen ich noch ganz interessant finde, aber allgemein also noch keine richtige Meinung zu bilden kann, ist der liebe Winnie. Und zwar, ja, ist das auf jeden Fall ein Alpha-Tierchen. Und ich glaube, der will da auch so ein bisschen im Camp den Ton angeben. Ob das immer so klug ist, weiß ich nicht. Bei manchen Dingen sollte man vielleicht auch mal tatsächlich die Fresse halten und die Leute einfach mal machen lassen. Und von wem ich mich am allermeisten überraschen lassen habe, ist von dem Jochen. Denn ich bin extrem, extrem gerührt gewesen, als er die Larissa in den Schutz genommen hat. Ich bin auch der Meinung, irgendwann mal ist auch gut und man sollte nicht die ganze Zeit auf einer Person rumhacken und sie vielleicht auch nochmal, ne, gezielt fertig machen oder ins Lächerliche ziehen. Klar, natürlich, sie liefert auch die größten Vorlagen dafür. Also braucht man sich nicht zu wundern, wenn man sozusagen das herausbekommt, was man in den Wald hineinschreit. Aber ja gut, irgendwann mal muss man dann vielleicht auch mal gefühlstechnisch so einschätzen können, dass es auch nur ein Mensch ist und dass man halt einfach nicht übertreiben sollte. Und somit hat der Jochen für mich einfach ganz, 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 ganz viel an Pluspunkten gewonnen und ja, den habe ich total in mein Herz geschlossen. Ja, den würde ich auch mal gerne einfach nehmen, knuddeln, drücken. Ich bin ja echt Mola-Fan. Ich finde Mola auch echt cool. Und ist ein straighter Mensch, weiß, was er sagt, weiß, was er denkt. Also ich glaube, der haut auch nicht einfach so raus, ohne nicht vorher drüber nachgedacht zu haben. Gefällt mir ganz gut, das Schokolädchen. Ansonsten, ja, kann man diese heutige Folge nur damit abschließen, dass für die heutige Sendung, ich glaube, das war die fünfte Folge, definitiv die große Gewinnerin Melanie für mich ist. Ich freue mich auf die nächste Folge schon total. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was fällt euch zum Thema Melanie ein, Larissa? Wen seht ihr im Recht, wen im Unrecht? Ich bin gespannt auf die nächste Dschungelprüfung mit dem Glatze und der Larissa. Und ich glaube, dieses Mal wird es für Larissa, wenn sie sich den ganzen Prüfungen nicht stellen möchte. Ich glaube, da wird es ein bisschen härter zugehen. Ich glaube, die Melanie, die hat sie noch mit Samthandschuhen angefasst, ja, um ihr den Gefallen zu tun. Aber ich glaube, der Winfried wird das alles mal ein bisschen härter angehen. Und ich glaube, das wird für sie kein Spaziergang. Und somit freue ich mich auf die morgige Folge. Ganz, 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 ganz viele liebe Grüße und much love, eure Natalia.